Norman Langen ist heute hier bei mir zu Gast. Norman, und du hast es ja schon angesprochen, es gibt den Engel, es gibt den Schatz in deinem Leben, von dem wir jetzt natürlich ein bisschen mehr erfahren wollen. Wann ging das los mit euch beiden? Du bist ja super verliebt, man sieht es in deinen Augen. Du hast heute auch echt schon öfters über sie gesprochen. Von daher sprichst du auch gern über dein Mädchen, oder? Absolut. Vor allen Dingen ist es halt wirklich eine schöne Geschichte auch irgendwie. Also wir haben uns halt beim Casting kennengelernt. Mhm. Sie arbeitet bei der Produktionsfirma, war okay. noch in der Ausbildung zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und es hat sich eine super Freundschaft... Also vor 2 Jahren bei DSDS. Ja, und okay. es hat sich eine super Freundschaft daraus entwickelt. Ja, und man hat sich immer wieder getroffen, Sachen unternommen. Ja, und dann irgendwann, vor circa einem halben Jahr, würde ich jetzt sagen, hat es dann irgendwie gefunkt. Ne? Mhm. Und jetzt sind wir zusammen und... alles super. Also da wurde mehr aus der Freundschaft. Steht da vielleicht jetzt irgendwann mal an, dass man sich ein bisschen, dann räumlich zumindest, ein bisschen aneinander nähert? Natürlich, klar. Also man denkt darüber nach. Aber ich denke, auch wenn man sich 2 Jahre kennt und ein halbes Jahr zusammen ist, sollte man das langsam angehen. Ich bin da so ganz traditionell. Also ich möchte nicht mal hier ein paar Wochen, da mal ein paar Monate. Das soll schon fest sein. Ich meine, ich bin ja mittlerweile auch schon 28 Jahre alt. Und deswegen muss es schon alles... seinen Weg gehen. Mhm. Also wir warten noch ein bisschen ab, so wie es gerade läuft, das ist super. Mhm. Und irgendwann, klar, wird man mit Sicherheit zusammenziehen und ja, hoffentlich auch mal ein Häuslein bauen und Kinder machen. Schon, ne? Also, du bist ein Familienmensch, du bist ja auch so groß absolut. Geworden mit Geschwistern. Absolut. Ne? Ist also, was du dir selber auch ich bin da ganz traditionell, könntest. Also ich bin da auch wirklich in dieser Reihenfolge. Ne? Mhm. Haus, Heirat, Kinder.